Der Mitarbeiterbereich hier hat einen hohen Bedarf. Ja, das mag sein, aber was machst du hier hinten? Soll man hier hin oder müssen wir hier auch noch einen hinbauen? Was ist denn hier? Ich war hier hinten übrigens noch nicht, also insofern. Also hier scheint es Probleme zu geben. Ist das hier Tierhandelszentrum? Alles klar. Dann machen wir doch einfach Folgendes, dann bauen wir hier auch noch einen großen rein. Daran soll es ja nun wirklich nicht scheitern, oder? Y. So. Beenden. Dann nehmen wir bitte einmal den Baum hier weg. Tu mal weg das Ding, weil dann können wir den einfach besser bearbeiten. Fertig. Was machen wir? Ja, ich habe dieses Holz nicht, ne? Terrakotta Stroh. Machen wir Terrakotta Stroh. Einfaches Terrakotta mal. Basis, komm hier. Klöppeln wir mal eben zusammen, wa? Weste, weste, weste. Dann brauchen wir einmal Tür und dreimal Fenster, glaube ich, ne? So, hier war Fenster und dann brauchen wir Tür. Dann gehen wir aufs Dach. So sieht's kacke aus. Sag ich schon mal, dass das noch beschissener aussieht, oder? Man hätte vielleicht mit sowas hier arbeiten können, ne? Dafür. Das geht doch, oder? Das sieht doch gar nicht so gut aus. Man muss halt immer nur die richtigen Dachteile finden. Dann geht das auch. So. Was haben wir denn noch? Dachdekor. Ja, sowas hier kann man zum Beispiel hinmachen. So, dann gehen wir mal in die Oberperspektive. Die berühmte Perloktive. Ganz groß. Ja. Kannst mir sagen, was du willst, aber so richtig mittig ist das nicht, ne? Oder? Ich meine, ich will ja jetzt kein Korinthenkacker sein, aber man kann auch nicht durchgucken. So. Und was ist das hier? Das ist klein, das ist auch hutzelig. Das könnte man da draufsetzen, ne?
So, was haben wir denn an Schildern? Einrichtungsschilder. Ja, die kann man ja eigentlich auch mal verwenden, ne? Weil alles, was Deko ist, kommt denen ja entgegen. So. Einmal hier rüber schieben. Einmal vielleicht noch ein bisschen nach oben. Sehr gut. Speichern nehmen wir. Dann gehen wir hier rüber. Aber nicht mit dem Schild, sondern dann nehmen wir was anderes. Was haben wir denn? Tierartschilder. Eigene Schilder, Ladenschilder, Beleuchtung, Requisiten. Ne? Wir haben da, nee, Architektur? Wanddekor, natürlich, klar. Wie sieht denn sowas hier aus? Nicht schön, aber praktisch, ne? Mal ein bisschen runterfahren. Ein bisschen an der Wand ran. Hier unten sitzt es noch nicht ganz. So. Und natürlich die Klimaanlage nicht vergessen, ne? Und je öfter man das macht, desto einfacher, finde ich, wird es. Man kriegt so ein bisschen, finde ich, ein Gespür dafür, in welche Perspektive man muss und ne, dass das alles auch vernünftig aussieht und man achtet ein bisschen mehr darauf, weil man eben zu oft schon den falschen benutzt hat, dass man den Pfeil auch richtig angeklickt hat und dass das nicht von der Wand absteht, weil es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Perspektive du drauf guckst. Also das hier zum Beispiel, ne, sieht man, ist noch ein bisschen schief. Das sind nur Millimeter und würde auch keinen interessieren, aber so, und jetzt ist es ganz zart in der Wand drin. Und perfekt. So. Jetzt müsste aber endgültig, unmissverständlich, diese Meldung wechseln, oder? Also wenn die jetzt noch da ist, weiß ich auch... Ja, doch, ich müsste vielleicht noch dem Arbeitsbereich was machen. Ich vergesse das immer. Fort Court Lake ist das. Also da kommen sie nicht rein. Fort Court Side... Die Benennung ist übrigens von denen auch nicht. Second Area. Also das ist Second Area. Da bauen wir das Ding einfach mit ein. Aber die ist doch gar nicht hier. Die ist doch... Ich komme nicht zu meinem Arbeitsbereich. Dieser Mitarbeiterraum ist zu weit weg. Bis da bin ich schon völlig kaputt. Es gibt viel zu tun. Ich habe überhaupt keine Pause. Stell dich nicht so an. Forecourt Lake. Warum bin ich aber hier hingelotst worden? Lassen wir mal anlaufen und gucken mal, was passiert. Ja, ich meine, wenn du natürlich hier rumläufst, hier oben, dann kann ich dir auch nicht helfen. Soll ich dir jetzt hier einen Weg rüberbauen oder was? Ich weiß sowieso nicht, warum du hier rumläufst. Du sollst in den Laden arbeiten. Los, verdien Geld für mich. Unglaublich. So, jetzt musst du nur hier runter gehen. Wir haben hier jetzt riesen Arbeits-, also Mitarbeiterbereiche, also daran kann es nicht liegen. So,
So, jetzt gehst du hier runter, hier rüber und hast hier vorne gleich deinen Arbeitsbereich. Hm? Also deinen Aufenthaltsbereich. Ah, guck mal. Die Meldungen gehen zurück. So, jetzt geh hier erstmal rein und ruh dich aus. Und dann können wir ja mal gucken, was mit deinem Arbeitsbereich ist. Wir haben ja Zeit. Nee, das geht so nicht. Was eine doofe Sumpfkuh. Also, du baust dir da so ein Riesending hin und die nutzen das nicht. Wir halten die mal im Auge. Ne, jetzt ist sie weg. Hier oben noch und hier, ja. Die laufen jetzt alle hier runter und kommen dahin. So, das nächste, was wir nochmal machen können, ist hier nochmal ein Schild hinhängen. Bau, Schild, Mitarbeiterbereich. Vielleicht brauchen die das ja. Weiß man ja nicht. X, ein bisschen höher. Drehen. Nein, 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 nein. So, also Mitarbeiterbereiche sind da. Das dürfte es jetzt nicht mehr sein. Der braucht noch einen ganz kleinen Hauch Drehung. Und hier könnten wir auch noch Schilder hinmachen, ne? Was war denn das? Forschungszentrum. Forschungszentrum ist hier. Mal nach oben. So und so. Mal seitlich drehen. Bisschen verschieben. Ist auf jeden Fall rum, sehe ich auch so. Das ist der rote. Nicht ganz so stark vielleicht. So, das ist halt immer auch Konzentrationsarbeit. Ne? Da musst du peinlichst aufpassen, dass du nichts falsch machst. Weißt du was, wir können das auch so machen und hier über die Tür nageln. So. Dann gucken wir wieder, ob hier noch eine Lücke zwischen ist. Und da ergibt sich noch, da muss noch an der Kreisbahn gedreht werden. So, kann man das aber lassen, ne? Ja, ja, ist klar. Und dann haben wir noch ein Werkstattschild, das kommt dann hier hin. Blöd halt, wenn er es nicht nimmt, ne? Oder wenn das so ist, dass der nicht weiß, wo er das Schild hinbauen soll. Das ist bei diesen Kreisdingern schon mal ein bisschen kompliziert. Mhm. Ganz kleines Tickchen noch. Nach unten, ja. Und dann generell nochmal nach unten. Wie mittig ist das? Nicht mittig, ne? Schön, dass jetzt gerade ein bisschen dunkel ist. Aber eigentlich ist es immer dunkel, wenn man bauen will. Sehr gut. Ach, das gefällt. So, wir haben aktuell keine Warnmeldung. Aber eine abgeschlossene Forschung. Netzgiraffen und Steppenzebra. Auch schon durcherforscht, alles klar. Ja, wenn ihr das erforscht habt, dann können wir doch weitermachen. Was haben wir denn? Hier, mach mal den und du machst mal den. Gut, dass wir ein F haben, sonst müsste ich mir Namen merken. Und da ich das nicht kann, lassen wir es. Hier wird erforscht, alles klar. Die Gehege, damit wir auch höher klassifizierte Gehege haben.
Okay, wir machen mal wieder Pause. Wir tasten uns sozusagen langsam an die Probleme ran. Geben wir mal eher die